Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ganz herzlich willkommen zur Integrationskonferenz der SPD Baden-Württemberg hier in der Rosenau im Stuttgarter Westen. Sie haben gemerkt, es gibt hin und wieder Parkplatzprobleme, weil die es wagt sind, mit dem Auto hier anzufahren am Samstagvormittag. Ich freue mich aber, dass so viele hierher gekommen sind, denn wenn ich sage, die SPD ist Integrationspartei, dann zeigt es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt unserer politischen Arbeit an. Und zwar nicht erst heute, sondern seit Gründung der SPD. Denn es gibt viele Parallelen zwischen den aktuellen Problemen von Zuwanderern und der Arbeiterschaft in historischer Perspektive. So wie wir uns in der Vergangenheit für die Emanzipation von Arbeiterinnen und Arbeitern und dann auch von Frauen speziell eingesetzt haben, so setzen wir uns als SPD heute und auch schon seit Jahrzehnten, auch schon bevor es überhaupt eine grüne Partei gab, für die gleichberechtigte Teilhabe von Gastarbeitern, heute sagt man Zuwanderern und Zuwanderinnen ein. Denn wir sind davon überzeugt, Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Gerechtigkeit wird nur durch Demokratie verwirklicht. Demokratie entfaltet sich erst durch Gerechtigkeit. Und dieser Zusammenhang ist für die SPD seit ihrer Gründung bestimmend. Und deshalb geht es und ging es immer um sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg. Es geht um gleichberechtigten Zugang zur Bildung. Es geht um Gleichberechtigung in der Gesellschaft, in allen Facetten, juristisch, aber auch tatsächlich. Es geht um politische Beteiligung. Es geht um Teilhabe und es geht um Selbstbestimmung des Einzelnen. Das sind historische Parallelen, die bis in die Gegenwart gezogen werden können. Und deshalb sage ich, wir sind Integrationspartei. Ich will auf eines hinweisen, was durch empirische Forschung, aber auch durch die sogenannte anekdotische Evidenz immer klarer wird. Viele der Bildungsbiografien von griechischstämmigen, türkischstämmigen, italienischstämmigen, spanischstämmigen und so weiter, Zuwanderinnen und Zuwanderern in unserer Gesellschaft, weisen Parallelen auf zu den Lebensläufen von klassischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und ihrem Kampf, ihrem Einsatz, ihrem Fleiß durch eine gute Bildung einen Platz am Arbeitsmarkt in der Gesellschaft zu erkämpfen. Denn auch die klassische Arbeitnehmerschaft kam aus klar umrissenen sozialen Milieus und sie wollten mitten rein in die Gesellschaft, so wie jetzt viele Migrantinnen und Migranten entschieden mitten unter uns in unserer Gesellschaft leben wollen. Und sie wollen für sich oder spätestens für ihre Kinder den sozialen Aufstieg durch Bildung. Und wer davon redet, dass die SPD traditionell den zweiten Bildungsweg fördert, dass die SPD dafür kämpft, dass Kinder und Jugendliche nicht sofort abgeschrieben werden, wenn es nicht im ersten Zugriff zum Bildungsabschluss reicht, der findet genau diese Kämpfe, diese Biografien bei vielen Migrantinnen und Migranten. Wenn ich an meine eigene Frau denke, die an türkischen Abituren hier nach Deutschland zurückkam und dann erstmal feststellen muss, dass nicht anerkannt wurde, ist auch noch ein Thema, dann erstmal gejobbt hat, eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachgehilfin gemacht hat und dann hier in Stuttgart das Abi nachgeholt hat an der WHO und dann zum Studium es endlich geschafft hat. Oder viele andere Migrantinnen und Migranten, die vielleicht erst auf der Hauptschule waren und sich dann zur Realschule durchgekämpft haben, über die übers fachgebundene Abitur an die Uni gekommen sind und dann Ingenieur oder Arzt geworden sind. Auch diese Geschichten werden immer häufiger. Sie sind mühselig. Wir wollen sie eigentlich einfacher machen. Aber sie zeigen an, was für Potenzial, was aber auch für ein unglaublicher Erfolgswille bei diesen Menschen, die mitten unter uns sind, vorhanden ist. Und ich meine, diese Menschen verdienen allein schon dafür einen unheimlichen Respekt. Und sie verdienen genauso wie die Arbeiter vor 150 Jahren politische Unterstützung bei ihrem Weg zu einem gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft. Und deshalb ist die Bildungspolitik der Schlüssel dazu. Und deshalb kämpfen wir im Landtag von Baden-Württemberg, aber auch in vielen kommunalen Parlamenten seit vielen, vielen Jahren darum, dass der Zugang zur Bildung von Anfang an gleichberechtigt und mit gleichen Chancen geschieht. Über eine gute Erziehung und Bildung in den Kindertagesstätten, über Sprachförderung,
die nicht abhängig sein darf von Programmen der Landesstiftung, sondern strukturell als Bildungsauftrag des Landes verstanden werden muss und deshalb aus dem Landeshaushalt gefördert werden muss. Integration ist eine Zukunftsaufgabe, wo ich auch persönlich davon überzeugt bin, wenn wir uns jetzt als SPD diese Aufgabe stellen, dann werden wir viel gewinnen. Nicht nur als Partei, sondern vor allem als Gesellschaft. Denn es ist im wohlverstandenen Eigeninteresse aller, insbesondere auch der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, dass Integration gelingt. Man muss da nicht nochmal den demografischen Wandel runterbeten mit Fachkräftemangel etc., sondern es geht auch darum, dass wir alle darauf angewiesen sind, in einer Gesellschaft zu leben, wo alle, die hier sind, sich wohlfühlen und integriert in Arbeitsmarkt und in Gesellschaft sind. Deshalb, jawohl, wir machen das aus sozialdemokratischer Grundüberzeugung, ausgehend von unseren Grundwerten. Wir appellieren aber auch an das wohlverstandene Eigeninteresse aller in unserer Gesellschaft. Wir werden in dieser Gesellschaft sozialen Zusammenhalt nur gemeinsam erreichen. Wir werden nur gemeinsam gewinnen können. Wenn wir getrennt marschieren, verlieren wir. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und deshalb freue ich mich, heute zu dieser Integrationskonferenz begrüßen zu können. Nochmal vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind.